Frau Vorsitzende, verehrte Damen und Herren, was ist das für ein Regime, das die eigenen Kinder umbringen lässt? Und ich meine, das muss man sich immer klar machen. Während wir hier debattieren, sitzen Menschen in Zellen und wissen nicht, ob sie in Kürze gehängt werden. Junge Menschen, die nichts anderes wollen als ihre Freiheit. Es ist heute deutlich geworden in der Debatte, dass dieses Regime, ich glaube, das ist die Einigkeit in großen Teilen dieses Hauses, längst jede Legitimation verloren hat. Und auch wenn die Demonstrationen nicht mehr so stattfinden können, weil sie dramatisch und drastisch unterbunden werden, wir sehen die Proteste, wir sehen, dass Geschäfte geschlossen sind, wir sehen, dass Künstlerinnen und Künstler sich weigern, weiterhin zensiert Filme zu zeigen oder Bücher zu veröffentlichen. So herzzerreißend das alles ist, am Ende wird in der Tat die Veränderung nur aus dem Land selbst kommen können. Aber wir können helfen. Wir können helfen, indem wir den Protest, den es gibt, sichtbar machen, indem wir aufklären, indem wir den Resonanzboden schaffen für Menschen, die protestieren, weltweit, im Iran, in europäischen Ländern und auch in Deutschland. Es sind Frauen in Deutschland, beispielsweise wie Düzen Tekel und Natali Amiri, die hier diesen Protest bündeln in Deutschland. Und wir können versuchen, das Ganze ins Parlament zu bringen. Wir können versuchen, das Brandenburger Tor erstrahlen zu lassen, um genau diesen Protest deutlich zu machen. Frau, Leben, Freiheit, Jin Jian Azadi. Oder wir können es machen, und das ist vielfach gesagt worden, indem wir Patenschaften übernehmen. Und das machen wir. Viele Patenschaften. Wir wollen morgen, ich will das mal sagen, für alle die, die da noch sich beteiligen wollen, das auch demonstrieren, indem wir uns vor dem Parlament treffen und alle diejenigen bitten, die eine Patenschaft übernommen haben, dort morgen auch entsprechend dabei zu sein. Das sind wir nicht alleine in Deutschland, sondern es sind viele europäische Länder, es sind in Deutschland viele Länderparlamente, wo entsprechend solche Patenschaften übernommen werden, weil das ist das, was wir machen können, sichtbar zu machen, wer gerade vom Tode bedroht ist, und uns solidarisch mit den Menschen zu erklären. Und wir können die Debatte ins Parlament bringen. Und das ist das, wo ich sagen würde, das ist das Verdienst dann auch der Union, weil Sie haben ja den Punkt, haben Sie auch gesagt, heute entsprechend aufgesetzt. Aber ich will es dann vielleicht noch mal versuchen, Frau Bär, weil Sie versucht haben, das ja auch versöhnlich zu machen. Wir können ja die Einigkeit herstellen, dass wir alle wollen, dass die Revolutionsgarden verboten werden. Und wir können aber doch auch die Einigkeit herstellen, indem wir deutlich machen, das ist diese Bundesregierung, die wirklich versucht, alles zu tun, um den Iran auch zu isolieren und entsprechend den internationalen Protest zu organisieren. Ich glaube, der deutsche Botschafter im Iran ist häufiger im iranischen Außenministerium als in der Botschaft im Iran. Das macht doch deutlich, was Deutschland da tut. Der UN-Menschenrechtsrat und die Aktivitäten dort sind entsprechend beschrieben worden. Und deswegen bitte, lassen Sie uns das doch dann so machen, dass wir diesen Popanz nicht aufbauen, indem Sie irgendwie sagen, wann jemand was getwittert hat oder nicht getwittert hat. Es ist doch absurd, dieser Bundesregierung zu unterstellen, dass sie im Rahmen der Menschenrechtspolitik nicht ausreichend unterwegs ist. Und wenn diese Debatte wirklich am Ende zu was dient, über die Frage des Iran hinaus, dann ist es in der Tat, und das begrüße ich ja, dass Sie sich öffnen für die Begrifflichkeit der feministischen Außenpolitik. Vielleicht am Ende dann auch noch mal in der richtigen Begrifflichkeit. Man kann das alles nachlesen bei Margot Wallström. Die war nämlich diejenige, die das Ganze mal entwickelt hat als eine Außenpolitik, die nicht nur auf Frauen, auch auf Frauen, aber nicht nur auf Frauen guckt, sondern den Menschen, die marginalisiert sind, bisher in auswärtiger Politik eine neue Stimme verleiht. Das sind zum Beispiel auch Indigene und viele andere mehr. Und wenn wir jetzt uns darauf einigen, dass wir diesen Begriff auch benutzen, weil er ein fortschrittlicher Begriff ist, weil er dazu führt, Außenpolitik anders zu betrachten und anders zu diskutieren, dann ist diese Debatte zumindest schon mal für etwas gut. Verehrte Protestierende im Iran, wir hören euch. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die auch von dieser Debatte heute noch ausgeht. Und wir müssen alles tun, damit diese Proteste weiterhin gehört werden können, auch von denjenigen, die in Europa, die in Deutschland unterwegs sind. Und mich besorgt sehr die Berichte darüber, dass Menschen in Deutschland bedroht werden. Iranerinnen und Iraner aus dem Exil, aber auch andere, die sich hier organisieren, die hier organisierten Protest auch auf die Straße bringen, in die sozialen Medien bringen, werden bedroht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass auch das Signal ausgeht. Die deutschen Sicherheitsbehörden gucken ganz genau hin. Wir werden uns ganz genau angucken, dass diese Menschen frei in Deutschland agieren und protestieren können. Ich könnte zum Ende dieser Debatte Dutzende und Hunderte Namen nennen. Ich will Leila Hossein Sadeh nennen. Das ist nämlich diejenige, für die ich eine Patenschaft
übernommen habe. Leila ist studentische Aktivistin. Sie ist vielfach inhaftiert gewesen in den letzten Jahren und sie hat eine schwerwiegende Autoimmunerkrankung. Deswegen ist sie eigentlich haftunfähig. Sie sitzt aber seit dem August wieder in Haft im Iran und sie hat erst in den letzten Tagen es geschafft, eine Audiobotschaft nach außen senden zu können, die deutlich macht, wie schwer krank sie ist und wie bedroht sie entsprechend ist. Deswegen ist unsere Forderung auch hier von heute aus dem Deutschen Bundestag von diesem Rednerpult: Lassen Sie Leila Hosseini-Sadeh und all die anderen, die nichts anderes tun, als für die Freiheit einzustehen, frei. Dieser Bundestag verneigt sich vor den Protestierenden, denjenigen, die jetzt für Freiheit und Leben, ihr Leben aufs Spiel setzen. Frau Leben, Freiheit, Jinjiang Azadi.